Hallo Leute, heute ist der 28.01.2023, 2023. Wir sind in Cottbus am Nordring und diesen kleinen Haufen, um den geht es jetzt, um den da, um den kleinen Haufen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich wegen dem Schneefall umgekippt ist oder weiß ich nicht. Daher meine Anfrage an die Stadt, Grünflächenamt, Umweltamt, wird das abtransportiert? Wenn ja, warum? Wäre es nicht besser, wenn man das in dem Bereich liegen lässt, als Grundlage für den Waldboden, als Überwinterungsquartier für Tiere? Oder also auch, natürlich, wenn es am Waldboden liegt, dann trocknen die nicht so schnell aus. Und er steht auch wieder Humus. Ich habe dir mal gesehen, wie ich, oder gehört, oder noch nicht gesehen, nicht gehört, wie ich immer Anfragen an die Stadt mache. Wer mich dabei unterstützen will, kommentieren, liken. Andere Möglichkeiten unten in der Infobox. So, jetzt gehen wir mal dahin. So, also jetzt geht's los mit den Pilzen sammeln. Ne? Also, das ist jetzt nicht, was ich gerade gesehen habe, sondern das, was das schon ist. Sind alle noch im Rahmen. Ist eingeknabbert von den Schnecken, weil es ja immer wärmer wird. Guten Austern. Dann habe ich hier schon mal was vorbereitet. Guten Oris. Oris. Glücklicher noch, habe ich ja schon erklärt, gesagt, zu mir, innerlich zumindest. Dann die melde ich nicht, da oben. Das habe ich noch nie gesehen, solche Massen. Komme ich da hin? Jetzt sehe ich noch so ein bisschen, das Espo oder Pappel, weiß ich jetzt nicht. Umgestürzt, teilweise umgestürzt. Ich hoffe, das bleibt liegen. Das ist eine Anfrage. Hoffentlich bleibt das liegen. Also bleibt das liegen oder nicht. Weil es braucht ja den Boden. Ne? Der Boden braucht das. Oder wollt ihr das wieder irgendwo hinschaffen lassen? Damit ihr angeblich weniger Kosten habt. Weil ja die Firma das verkauft. Der hat ja noch einen grünen und roten Strich. Ja, der ist ziemlich fertig. Also hier auch die Frage, würde der mitgenommen werden, wenn er gefällt wird? Und könnte man gleich verzichten, ihn zu fällen, weil das ist ja hier kein Weg. Hier hat ja keiner lang zu gehen, weil es ja mit Sicherheit argumentiert. Aber selbst wenn hier jemand lang geht, der fällt ja nicht um. Danke für die Antwort. Oben muss ich hin. Ich bin der letzte schon von so einem Baum runtergefallen. Das habe ich auch schon gefilmt. Aber das habe ich noch nicht hochgeladen. Vielleicht sieht er mich jetzt live fallen.
Sind sie nicht süß? So. Was wir eigentlich auch manchmal machen können, hinter diesen, wenn das so zugewachsen ist, jetzt zwar jetzt nicht, aber da sind manchmal richtig tolle Pisse drunter. Und zwar geht es darum, erstmal nicht so doll zu wackeln. Das probieren wir jetzt mal. Nicht wackeln. Nicht wackeln. Ich wackel nicht wackeln. So ein Wackel-Dackel. Jetzt gehen wir erstmal hier noch ein bisschen weiter. Da. Das, was ich vorhin vermutet habe, also jetzt der schwere Schnee auch ganz Arbeit geleistet und hier überall ist was abgebrochen. Das ist es noch nicht, was er meint. Da. Da, nee, nicht gesagt, da steht unten drunter. Unter den Gewächsen, den Grünen, die im Winter auch grün sind. Da sind noch mehr Sandpusselbinge. Tschüss. Immer noch Mitarbeiter der Stadt Cottbus. Gleiche Frage. Ich nehme an, der Baum wird wahrscheinlich durch den Schnee angeknickt gewesen sein. Die Frage, warum hat man das Holz nicht hier in diesem Bereich liegen lassen? Den komischen Nichtweg. Das ist ja kein richtiger Weg hier, ne? Das ist ja ein Trampelpfad. Okay, den hätte man ja bräumen können. Aber warum hat man das ganze Zeug wieder weggenommen? Wieder Lebensgrundlage für uns alle, Lebensgrundlage für die anderen Tiere. Überwinterungsquartier für Insekten. Warum tut man sowas? Warum nimmt man diesen Baum, so wie er ist, hier raus? Es ist eine Weide. Da wachsen auch gesunde, gesundheitsfördernde Pilze, aber ist ein anderes Thema. Warum tut ihr sowas? Warum lasst ihr das nicht hier liegen? Warum? Wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben Artensterben und die tut alles dafür, damit es weitergeht. Bitte beantwortet mir das sinnhaft und behauptet nicht wieder, dass Pilze ja gar nicht Bäume fressen. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Habe die Befürchtung, dass der gefällt werden soll. So, und damit habe ich die Befürchtung, dass der andere gar nicht umgekippt ist. So, das sind wie viele Tonnen Holz? Klartext, wie viele Tonnen CO2 hat er gespeichert? 10? 12? Der soll weg und soll zu Humus oder irgendeine Scheiße gemacht werden oder zu Holzpellets. Irgend sowas machen die daraus. Warum? Ändert nicht endlich eure Grundlage eures Handelns. Das ist völlig gaga. Und nochmal, selbst wenn ihr ihn fällen würdet, könnt ihr hier liegen bleiben. Genau als Kohlenstoffspeicher. Freunde des Kanals, jetzt zeige ich euch mal was Positives, was auch gleichzeitig das Negative zeigt. So könnte man es machen. Hat man es auch hier immer gemacht, deswegen bin ich auch hier unterwegs. Wir sind hier immer noch am Sanseberg in Cottbus. Da hat das Holz klein gemacht und hat es liegen lassen. Man hätte es gar nicht so klein machen müssen, aber man hat es halt gemacht. Man hätte es größer liegen lassen. Wie, da steht auch. Da hinten. Wer da? Ne, hier, es hat man alles liegen lassen. Wunderbar. Ich gehe davon aus, dass es noch zur Zeit vom Bürgermeister Schimanski war, das der wäre SPD, oder doch Herrn Kelch. Also egal. Mein Fazit ist jetzt wieder an die Stadtmitarbeiter, warum macht man das jetzt nicht immer noch so? Warum nicht?
Das ist wunderbarer Lebensraum für Tiere, für Insekten, Kohlenstoffspeicher. Das Zeug wird genau an Ort und Stelle wieder zu Humus. Aber über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte und in der Zeitraum entsteht ja mehr Kohlenstoffspeicher. Und ihr zerstört das Biotop, indem man es rausnimmt. Das ist krank. Das ist nicht der Zeit angemessen, der Situation. Erklärt mir das, warum macht ihr das nicht mehr so? Genug wieder gemeckert und aufgeregt. Wir sind ja aus dem Grund hier, ne? Seht ihr das? Ja, ihr seht's. Wartet mal. Ihr seht das Graue da hinten, ne? Ja, das sieht nicht nur groß aus, es ist groß. Gucken wir mal, wa? Wa? Vielleicht der Südbrandenburger. Liebe Mitarbeiter der Stadtverwaltung, ich gehe davon aus, dass die grünen Punkte dafür da sind, dass das abgesägt werden soll. Fällen will ich das nicht nennen bei den kleinen Bäumchen. Was habt ihr euch hier denn wieder für einen großen, großartigen Grund ausgedacht? Also ich gehe davon aus, dass es so ist. Ich kann mich ja auch irren. Vielleicht ist es auch zur Verschönerung. Hallo, ich habe schriftlich Mitarbeiter von der Stadt haben mir mitgeteilt, dass wenn man Äste abschneidet, schriftlich, wenn man Äste abschneidet, niemals ein Pilz in den Baum reingehen kann. Wo entstehen nochmal die Löcher hier? Leute, ich habe einen Jackpot. Ich habe sogenannte leere Pilze gefunden. 5 Stück. Wachsen sind? Ach, das sind sogar. Ja, das sind genau 5. Yeah! 40 Cent! Hast du den Arm gesichert? Nie mehr hungern! Wir sind ja in so einem Landschaftsgebiet, Schutzgebiet mittlerweile. Bisschen an der Spree dran. Landschaftsschutzgebiet ist auch völlig bekloppt, der Name. Das heißt eigentlich, fuck you! Fuck you! Fuck you, Natur! Weil die Natur ist das gar nicht. Und ihr seht ja diese großen alten Pappeln, die ist ja umgestürzt. Ja, und dann denkst du da ist ja boah, 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 ist ja nicht boah, 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 boah. Du musst suchen gehen. Du kannst hier rumlaufen. Ja, der schnauft mir in 50 er fällt der gleich runter. Da musst du den ganzen. Nee, das mache ich nicht. Hallo. Hopp. Ah, ich bin ja ein fast cleveres Bürschchen. Ich gehe jetzt mal einfach von der anderen Seite. Also da, wo ich die sogenannten leeren Pilze entdeckt habe. Ein kleines Messer. Erinnert mich an Mr. Bean. Irgendeiner Folge hat er das gemacht. Hat er nicht gesagt, aber. Das heißt, das gleiche, was der da gemacht hat.
Na, nochmal. Manch einer würde die nicht mehr mitnehmen. Die sind natürlich gefroren, weil die Milchkreis sind. Aber Leute sagen, die nicht riechen, nehme ich die mit. Ihr wisst schon, was ich mit riechen meine. Die sind sowieso noch in Ordnung. Ich glaube, ihr von der Stadtverwaltung habt das bis jetzt geguckt und findet es ein bisschen lustig. Wenn nicht, beißt euch den Arsch. Meinetwegen. Tut das, was ihr nicht tun sollt. Oder tut das nicht, was ihr nicht tun sollt. Besser. Verreist nicht mehr. Das ist nämlich asozial. Tschüss.